Heute wird super unterhaltsam und spannend. Virginia Ernst ist bei mir, Singer, Songwriter, sie war bei Dancing Stars und natürlich jetzt das Wichtigste in ihrem Leben, sie hat Nachwuchs bekommen. Wir reden über all das. Viel Spaß beim Zuschauen. Hallo und willkommen bei der Tamara Fellner Show. Ich freue mich heute ganz besonders, die Virginia Ernst ist von mir. Hallo, erstens mal, danke fürs Kommen. Gerne. Ich habe mich mega gefreut, dass du gesagt hast, ja, ich komme gern und quatsch mal mit dir ein bisschen. Ich bin erst selber vor kurzem erst nach Amerika zurückgekommen und habe so eben, da war gerade so Dancing Stars, wie du warst. Ich war total begeistert von dir, wo ich mir gedacht habe, so, wow, du hast irgendwie das ganze Land verzaubert mit deiner Art, mit deiner, ja, einfach dieses, wie du halt bist. Und das für das eher ein bisschen verstaubte Österreich hat mich das sehr positiv überrascht. Wie war dieses Dancing Stars für dich? Also erstens einmal, ich hätte mir niemals gedacht, dass ich je so weit komme. Mhm. Ich hab nur gesagt, überleb die erste Show, dann ist alles gut. Ja, wirklich unter Überleben, weil ich bin so ein Nervfall. Ja, extrem. Vor allem, weil meine Hände werden dann immer so kalt und der Arm ist dann immer genommen. Okay. Ich sag, du bist aber kalt. Ja. Und ich sage, ja, ich bin so ultra nervös und vor allem vor der ersten Show. Ja. Und dann bin ich immer weiterkommen und dann bin ich bis ins Semifinale kommen. Und ich habe so viele Zusprüche bekommen. Also, mir haben Leute geschrieben, wie zum Beispiel, hey, meine Oma, die wohnt im Burgenland, die ist FPÖ-Wählerin und hat sich komplett in dich verliebt und ruft nur noch für dich an. Ja? Sag ich. Und ich finde das auch so toll, weil es wurde nicht so ein Trara rausgemacht. Ja? Ich habe auch nicht den Fokus darauf gelegt, dass ich jetzt mit einer Frau tanze. Ja, ja, aber du warst halt die Erste, also ich war das erste gleichgeschlechtliche Pärchen. Ne? Das stimmt. Und das war das ein bisschen Druck für dich? Oder? Nein, ja, überhaupt nicht. Ich hätte wahrscheinlich mehr Druck gehabt, wenn ich mit einem Mann tanzt hätte. Stimmt, also jeder hat mich so irgendwie gefragt, so tanzt du im Kleid? Ja? Also, wie bei der Hochzeit, so quasi, wirst du auch ein weißes Kleid tragen? Und ich so, Leute, ihr kennt mich, ich tanze nicht im Kleid. Es gibt ein Foto von mir als Kind, wo ich mit 5 Jahren ein Kleid anziehe und da sieht man definitiv den Eindruck. Nicht dein, dein Highlight. Kein Highlight und wie ich das Kleid einfach genussvoll wieder ausziehen möchte. Ja. Cool. Es war eine extreme Herausforderung körperlich. Ja. Aber du bist ja Sportler, oder? Ja, also ich habe ja 13 Jahre Eishockey gespielt. Eben. Also aber das Tanzen war doch ist anders. Anders. Ich habe plötzlich die Muskeln gespürt, die ich davor nicht gespürt habe. Also bis runter in den kleinen Zeh. Ja. Und ich war müde. Ich war nur müde. Ich bin nach Hause gekommen und habe nur geschlafen. Es war Wahnsinn. Wahnsinn. Also sogar für einen Spitzensportler dann dieses. Es war für alle anstrengend, vor allem wenn du dann 2 Tänze anstudieren musst und der eine ist ein Jive oder du hast 2 schnelle Tänze, ein Quickstep und ein Jive und da kommst du schon einmal wirklich in Schwitzen und bist dann nur fertig. Obwohl, da hat es dir wahrscheinlich auch sehr geholfen, da du ja Musikerin bist, also von dem her hilft es schon ein bisschen, oder? Man hört halt mehr den Takt, aber es ist halt doch anders, wenn du das, wir haben immer geprobt mit einem Soundtrack, also von der Box kommend und dann am Parkett hast du ja mit Live Musik gespielt. Das ist ganz anders, obwohl es eigentlich dasselbe Song ist, aber es ist ganz anders. Oh. Und da das einmal rauszuhören mit der Nervosität gemeinsam, und da passieren halt Fehler. Ja. Aber wir sind alle nur Menschen. Ja. Bei meinem perfektesten Tanz, wo ich keine Fehler gemacht habe, bin ich rausgeflogen. Wahnsinn. Competition. Naja. Aber was man bei dir so taugt, und da würde ich gerne ein bisschen so dein. Du bist anscheinend auch so ein Mensch, der viele Interessen hat, viele Sachen, die er mag. Das mag ich total an dir. Ich fühle mich da sehr connected zu dir. Ja, ich bin da auch so. Und man wird ja oft ein bisschen komisch dann angeschaut. So, wie ist von dir, also wie ist diese Connection gekommen vom Sport dann eigentlich zur Musik? Ne? Das war ja eigentlich dein nächster großer Step. Ja, ich war immer schon musikalisch, ich bin musikalisch groß geworden. Ich habe zwar keine Musikschule gemacht, ich kann keine Noten lesen, das kann meine Frau wiederum. Ja. Mein Vater ist Musiker, und der hat ja auch schon mit Größen wie Alan Parsons zusammengearbeitet, oder Chris Thompson. Ja. Und ich war immer als Kind oder als Baby schon mit im Studio. Und ich habe immer schon den Rhythmus mitbekommen. Und bis ich eigentlich 21 war, war die Musik für mich komplett uninteressant. Oh, wirklich? Ja. Okay.
Ich hatte dann einmal wirklich einen schweren Herzschmerz, ja, wo man dann quasi wie anfängt, Tagebücher zu schreiben oder Gedichte oder malen oder sowas, habe ich halt angefangen, mein Leben in Songs zu verarbeiten. Mhm. Das hat mir geholfen, wie eine Therapie. Ja, ja, ja. Und irgendwann einmal in England habe ich so einen Workshop mitgemacht, war auf der Bühne und habe diesen Workshop oder diese Talentshow irgendwie gewonnen. Mhm. Und das war für mich sowas wie ein Zeichen, dass ich gesagt habe, so, jetzt kommt der Cut. Und ich bin ein Mensch von mit dem einen Abschluss und das andere anfangen. Ich fahre nie zweigleisig. Okay. Und da habe ich dann wirklich angefangen, die Musik zu machen. Also das war dann 2011, war dann wirklich so, wo ich gesagt habe, ich will die Musik machen. Mhm. Und dann hat es wirklich eigentlich bis 2014 gedauert, bis ich halt dann wirklich die Musik angefangen habe. Okay. Und wie bist du dann wirklich reingekommen? Weil ich glaube, sicher viele unserer Zuseher werden sich sagen, hey, kenne ich irgendwie, so fühle ich mich auch. Wie könnte ich da, das ist mein Herzenstraum. Dass man in die Musik, reinkommt, ja. Überhaupt Österreich ist auch wieder ein bisschen. Ja, wir haben vorhin gerade geredet, es ist ein schwerer Markt. Ja. Also ich als englischsprachige Künstlerin muss ich sagen, es ist definitiv, wenn du jetzt Deutsch singst ja, oder Austropop machst, bist du definitiv gerade besser dran, als das, wenn du englischsprachig machst. Du schwimmst dann in einem ganz anderen Meer mit. Ja. Ja, da gibt es irrsinnig viele Künstler. Ja. Das Wichtigste, das wirklich Wesentliche ist, dass man an sich selbst glaubt und weitermacht. Mhm. Ja, und dass man einfach sagt, okay, ich schaffe das. Ja, egal, wie lang dieser Weg dauert, man wird es schaffen. Nur die Frage ist halt, wann und nicht ob. Ja. 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 Und das ist das, was ich jeden Künstler, der das wirklich vorhat, dass er das durchzieht. Mhm. Und da ist auch wahrscheinlich Social Media jetzt da sehr groß im Kommen, dass man einfach da rausgeht. Für die junge Generation definitiv. Es über YouTube oder wie auch immer. Ne? Ja, ich hab meine ersten, also mich jetzt wirklich bei YouTube, dann habe ich mir die Gitarre spielen beigebracht. Mhm, super. Und über YouTube ist dann wirklich eigentlich mein Hit Rockin' entstanden. Und dann sind halt die ganzen Radiostationen gekommen, die hätte ich nie gerechnet. Ja, cool. Und Social Media technisch, ja, ich sehe irrsinnig viele Künstler, die durch TikTok oder durch Instagram oder durch Facebook einfach berühmt geworden sind. Ja. Ja, man kann sich selbst dort hinaufschaffen. Ja. Man braucht jetzt nicht wirklich eine Plattenfirma, die sagt, wir unterstützen dich jetzt, was enorm schwierig ist. Ja. Das glaube ich. Aber man muss selber dran arbeiten. Ja. Also und es gibt auch verschiedene Wege, also alle Wege irgendwie. Alle Wege erkunden. Zum Erfolg, wenn man es wirklich will. Ja. Oder auch das Fernsehen, ne? Es hat ja auch wieder Starmania jetzt gegeben. Ne? Ja, Starmania gab es auch wieder. Ja, ja, das auch sicher ich auch ein gutes Sprungbrett ist. Definitiv. Waren ein paar gute Leute dabei. Also definitiv. Österreich hat schon Talente. Es enorm viele Talente. Ich habe letztes Jahr war ich in der Jury bei in Vorarlberg für einen Songwriter-Wettbewerb. Wahnsinn, hätte ich mir nicht gedacht, dass die, das waren nur rein aus Vorarlberg-Künstler. Wow. Ja. Und fast nur englischsprachige Songs und das waren wirklich, wirklich talentierte Leute. Also es sollte mehr in der Musik gefördert werden, vor allem die Jungen, ja, die auch wirklich dann weiterkommen. Ja. Auch bei Distamenia jungen Leute, ja, dass die nicht nach einem Jahr dann abtauchen und sagen, ich will was anderes machen, sondern dass man ihnen Motivation gibt, nicht nur Hürden. Ja, ja. Finde ich auch. Ja. Und was noch eins ist, eine Stimme, glaube ich, verliere gleich. Du stehst ja auch für etwas. Ich glaube, das ist auch, was dich so einzigartig macht und warum jeder so fasziniert mit dir ist. Du bist halt. Du hast jetzt bei Dancing Stars hast du eben mit einer Frau getanzt, du bist offen, du hast dein Coming-out gehabt, bist jetzt auch verheiratet, hast ein Kind und stehst auch sehr für die Gleichberechtigung, gell? Du hast ja auch für den Women's Day, hast du da, den World Women's Day, hast du ein Frauenkonzert veranstaltet. Schon das dritte Jahr, ja. Also das ist ja auch deine Message, die du auch weitergeben willst, ne? Definitiv. Eins muss ich nur dazu sagen, weil mich halt echt viele fragen wegen einem Outing. Ich hatte nie ein Outing. Nein, ich hatte nie ein Outing. Okay. Ich musste mich nie outen vor meiner Familie oder vor Freunden. Nein. Okay. Für mich war das so selbstverständlich und dass die anderen das als selbstverständlich angenommen haben, weil ich das so zu mir gestanden bin. Ja. Ja. Sobald du etwas Zweifel an dir selbst hast, spürt das Gegenüber und nimmt das natürlich auf. Ja. Mhm. Und das ist eine der häufigst gestellten Fragen, wann hattest du denn Coming Out? Ja. Halt, weil es natürlich auf der Hand liegt, das ist ja keine Frage. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte wirklich nie so dieses Gespräch mit meinen Eltern, sondern ich habe gesagt, so ist es und that's it. Ja. Und zum World Women's Day, ja, die Gleichberechtigung der Frau ist mir enorm wichtig. Ja, ich habe Eishockey gespielt, 13 Jahre lang, war im Nationalteam, habe in Schweden gespielt und habe einfach gesehen, wie es ist, wie wenn du als Frau ein Sport leben möchtest. Ja. Ja. Und dann bin ich zur Musik gekommen und habe gesehen, wenn du als Frau ein Musikbusiness machen möchtest. Ja.
Und ich hab schon früher gesagt, wenn ich irgendwann einmal in der Position bin, da irgendwie was zu machen, dann werde ich das auch tun. Sehr gut. Und mit meinem Team gemeinsam haben wir seit 2018 Hashtag WeAre, starke Stimmen, starke Frauen. Mhm. Und ich hole mir halt Künstlerinnen, mittlerweile auch schon aus Deutschland, weil letztes Jahr war Jeanette Biedermann. Oh, cool. Ja, 2020, ja, 2020. Sehr cool. Jeanette Biedermann auf der Bühne. Aha. Und dann probiere ich halt wirklich Künstlerinnen auf die Bühne zu holen, die halt für die Frauenrechte auch stehen und die gesehen werden müssen. Ja. Wir haben so viele tolle Künstlerinnen da in Österreich. Ja. Ich hatte allein schon 45 auf der Bühne. Ja. Und wenn du jemanden kennst in Österreich, der, wenn du einen Nicht-Musiker kennst, sagt er dir vielleicht drei Namen auf. Ich wollte gerade sagen, ja. 45 würden mir jetzt gar nicht einfallen, weil einfach wirklich so sie stehen nicht so im Rampenlicht, genau, sind wir ehrlich. Das ist extrem schade. Ja. Und Gott sei Dank haben wir da die Stadt Wien im Hintergrund. Ja. Wir haben extrem coole Sponsoren, die einfach fast männerlastig sind, der wie Roma Friseurbedarf, die einfach wirklich uns da pushen und sagen, wir wollen, dass die Frauen da gleichberechtigt werden. Ja. Sehr cool. Das ist uns extrem wichtig. Und wir wollen die Veranstaltungsreihe natürlich weiterführen. Mhm. Jetzt Corona-bedingt war letztes Jahr nicht möglich. Wird es jetzt wieder was? Plant ja wieder, hoffen? Wir hoffen, dass das alles bleibt und steht. Ja. Okay, du hältst uns am Laufen. Ja, das war ja auf jeden Fall. Das war ja auf jeden Fall. Cool. Okay, wir gehen schnell in die Pause und sind gleich wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Du hast ja eigentlich, also für meine Augen, so ein bisschen so dieses Traumleben führst du, ganz ehrlich. Oh ja, du hast Sport gemacht, warst super erfolgreich, hast dir deinen Traum mit Musik verwirklicht und jetzt das Happy End Familie. Ja. Also das ist ja, ich glaube, Gänsehaut. Also das ist ja wirklich schön. Also du, oder erzähl du, ich mag da gar nicht irgendwie vorgreifen. Ja, natürlich, meine Ziele sind natürlich noch sehr hoch gesteckt, also ich habe noch viel mehr zu erreichen. Ja. Ja, also ich bleibe jetzt nicht am Hosenboden sitzen und natürlich, jetzt ist unser Sohn am 12. Juli auf die Welt gekommen und das ist natürlich, das schlägt alles, das schlägt einfach alles. Ja. Ja. Und meine Frau war so tapfer und wir haben sie sehr lange stillgeschwiegen. Ich glaube, genau einen Monat davor haben wir es bekannt gegeben, dass wir Baby bekommen. Und dann hat er es wirklich kaum erwarten können, dass er auf die Welt kommt. Ja. Und ja, es war ein sehr interessanter Weg, muss ich sagen. Also wir haben ja nie als Ziel, also wir haben uns kennengelernt 2016 und haben gesagt, wir wollen Kinder gemeinsam. Mhm. Ja. Und da war nie die Frage von, das geht nicht oder das funktioniert so nicht und wir sind zwei Frauen oder sowas. Ja. Sondern wir haben uns immer hingestellt und haben gesagt, das wird funktionieren, egal wie. Mhm. Ja, es gibt die Möglichkeit zu adoptieren, es gibt die Möglichkeit, dass man eine Samenspende macht. Ja. Und durch die Veröffentlichung der Schwangerschaft wollten wir ein Tabuthema treffen. Okay, und wie war das? Es hat extreme Wellen geschlagen. Ja. Also ich war da komplett so, wow, was passiert? Mhm. Ja, ich meine, zwei Frauen bekommen gemeinsam ein Baby. Ja, und das hat extreme Wellen geschlagen, mit dem hätte ich ja nie gerechnet. Und ich habe einfach gemerkt, dass so viele Leute einfach nicht aufgeklärt sind. Ja. Extrem viele Leute nicht aufgeklärt sind. Und das war mir einfach wichtig, dass ich das kommuniziere, wie das abgelaufen ist. Weil das Einzige, was den Leuten fehlt, ist diese Information. Ja, ja, ja. Ja? Sie fragen nach und fragen, hey, wie war das? Wie ist das gelaufen? Ja. Auch von gleichgeschlechtlichen Pärchen, die einfach zu wenig Informationen nicht wissen, haben. Ja? Wir wissen intern von einem Kinderwunschzentrum, dass zu 98% nur Heteropärchen solche Inseminationen machen oder Samenspende. Mhm. Und eigentlich nur 2% oder 1% Frauen sind, die sich befruchten lassen. Okay. Nur es wird darüber geschwiegen. Ja, weil man ja, ja davon ausgeht, dass Mann und Frau gemeinsam schlafen und funktioniert das. Ja. Bei uns ist das halt nicht so möglich. Ja. Wir haben das offen kommuniziert, um eben, sage ich auf gut Deutsch, solchen depperten Fragen aus dem Weg zu gehen. Ja. Und wir sind total fein damit. Ja, natürlich, du hast Hater-Kommentare, du hast einfach, immer, sobald du in der Öffentlichkeit stehst, egal was für ein Thema, egal was, da kann ich herkommen und irgendein Foto posten und trotzdem wird es zwei, drei geben, die einfach blöd darunter schreiben. Immer, ja. Also. Und es ist uns wichtig, das zu kommunizieren, dass wir einfach
offen und ehrlich darüber reden können in der Gesellschaft. Mhm. Weil genauso wichtig ist es, dass ein Heteropärchen normal offen darüber sprechen kann und sagen kann, ja, wir haben auf dritte Hilfe zurückgreifen müssen, ja, weil es hat ja irgendwas nicht funktioniert. Ja. Und das ist ganz normal. Ja. Ja, wenn, wir haben gehört, dass viele Frauen ab 30 nicht mehr fruchtbar sind und sie glauben, sie sind fruchtbar, mhm, und machen dann einen Fruchtbarkeitstest, ja, und dann sind sie gar nicht mehr fruchtbar. Ja. Deshalb liegt ihnen das so am Herzen vom Kinderwunschzentrum, dass sich eine Frau die Fruchtbarkeit einmal testen lässt. Mhm. Ja. Genau. Und ja, ein Riesenthema, worüber das ich eigentlich Stunden reden könnte. Ja, ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall. Aber wir sind enorm glücklich und es ist so ein Wunder, dass dieser kleine Kerl so kerngesund auf die Welt gekommen ist. Ja. Ja. Das ist das Größte eigentlich, weil wie man sieht, die Welt ist momentan so im Chaos und das ist so ein Fixpunkt, der mich gerade so ein bisschen festhält. Das glaube ich, ja. Also Kinder ändern da sehr vieles, ja, positiv. Ja, also er beruhigt mich immer, wenn ich ihn halt, ist das so. Sagt auch mein Vater, ja, wenn ich irgendwie so in Aufruhr bin, und das gibt es halt doch bei mir, ja, und er liegt dann bei mir, ist es so Zufriedenheit. Ja. Ja, er gibt mir wirklich diese Ruhe. Schön. Er ist total chillig. Schön, das ist cool. Ja. Jetzt noch mal kurz zurück, weil du gerade deinen Vater angesprochen hast. So, ja. Deine Familie anscheinend ist wirklich auch eine Ausnahme, weil ich kenne viele auch, die das Coming-out lange rausgezögert haben oder oft gar nicht, wo es zwar jeder irgendwie weiß, aber niemand drüber spricht. Also deine Eltern sind wirklich sehr coole Leute anscheinend, würde ich gerne kennenlernen. Wie ist das jetzt für Sie auch mit dem Baby und dem Ganzen? Und da du ja doch in der Öffentlichkeit stehst, haben Sie da irgendwie, dass Sie... Die sind mega stolz. Ja? Die sind mega stolz, meine ganze Familie. Ich habe ja 4 ältere Geschwister. Ja. Und ich habe erst letztens mit meiner Frau darüber geredet. Und meine Frau hat nämlich auch 3 Geschwister. Wir sind beide in Großfamilien groß geworden. Oh, cool. Und ich habe letztens mit ihr so geredet und gesagt, heißt, irgendwie, ich habe nie irgendwas Diskriminierendes oder blöde Aussagen von meinen Geschwistern bekommen. Nie. Ja, weder von meiner Familie. Vereinzelt gibt es im zweiten Grades links hinten ein paar Leute, die was ein bisschen so denken. Ja. Aber das kann mir wurscht sein. Das ist ja deren ihr Problem, nicht meins. Ja. Ja. Meine Eltern sind enorm stolz darauf, dass ich meinen Weg gehe. Ja, dass ich einfach weiß, was ich will. Ich gehe immer mit dem Kopf durch die Wand und mache das halt so lange, bis es halt funktioniert. Und ich hatte nie das Problem, meine Eltern haben mich immer unterstützt in dem, was ich bin, wer ich bin, und haben nie ein Trara draus gemacht, dass ich jetzt auf einem Mann stehe oder auf eine Frau stehe oder ob ich so sein möchte oder so sein möchte. Ja. Und das ist in unserer Familie extrem wichtig und das will ich meinem Sohn genauso weitergeben. Mhm. Er kann was für auch immer für eine Farbe beziehen, er kann alles sein, was er möchte, und ich möchte ihm keine Stoppschilder in den Weg stellen, nur weil er vielleicht, keine Ahnung, sich die Nägel lackieren möchte. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und das ist uns als Elternteil oder als Eltern jetzt richtig, richtig wichtig. Mhm. Schön. Also du bist ein Glückspilz, muss ich das sagen. Also nicht so, das und sagen deinen Eltern liebe Grüße. Richtig innen aus. Du, wir haben auch viele jüngere Zuschauer. Was würdest du jetzt da jemanden raten, der so eben nicht dieses Glück hat, wo die Eltern so Verständnis haben, auch in der Schule? Es gibt ja auch leider noch in der Schule viele. Ja, das ist, verstehe ich nach wie vor nicht. Man wird gebullied, ne? Ja. Also was würdest du da jemanden raten, jemanden jungen? Dass man natürlich nach wie vor zu sich steht und sich akzeptiert, dass man, natürlich, ich bin in meinem Leben auch irrsinnig viel abgewertet worden, irrsinnig viel am Boden gestoßen worden und Stoppschilder in den Weg gestellt worden, aber man muss einfach sich selber treu bleiben, man muss einfach den Gegenüber, schon wie ich vorhin erwähnt habe, nicht an sich selber zweifeln. Weil sobald du an dir selber zweifelst, ist das eine Schwachstelle bei dir selber und die anderen sehen das. Mhm. Wenn du denen nicht einmal das geben kannst, dann haben sie keine Möglichkeit, dich anzugreifen. Mhm. Und natürlich, ich ecke auch extrem an und frage mich bis heute, wie kann man in einer Generation leben und noch immer homophob sein oder sein eigenes Kind verstoßen, weil es jetzt auf einen Mann steht oder auf eine Frau steht. Mhm. Ja. Das liegt an den Eltern, das liegt nicht am Kind. Ja. Und das muss auch kommuniziert werden, dass das eine Schwachstelle des Elternseins ist. Ja. Wenn das wirklich bei jemandem sein sollte, dann ist das nicht das Kindesproblem, sondern bei den Eltern. Ja. Und das wissen viele nicht. Die klar suchen das Problem an sich selber und ich bin ja nicht normal. Ja. Man zweifelt an sich selbst. Genau, und das darf nicht passieren. Ja.
Ist halt auch die Gesellschaft, gell? Weil man so eingetrimmt wird, so das ist normal und das ist die Norm und an das sollst du dich halten. Genau, aber was ist die Norm schon? Eben. Ganz ehrlich, ich bin ein Fan von aus den Schubladen rausdenken. Mhm. Ich habe mal eine kurze Geschichte und ganz süße Geschichte. Ich war in so einer Kindergartengruppe und bin ich eingeladen worden vor ein paar Jahren. Ja, und da waren von 2-jährige bis 6-jährige Kinder dort und haben mir zugehört und haben mich alles fragen können, was sie fragen wollten. Ja. Und ich habe auch über Schubladensystem geredet. Okay. Ich habe halt gesagt, ja, ich möchte halt in keine Schublade gesteckt werden. Ja. Und dann hat so ein 3-jähriges, 2-jähriges Mädchen gesagt, hat sich zurückgelehnt und hat gesagt, du bist doch viel zu groß für eine Schublade. Ja. Und das ist so thinking of a little kid. Ja, ja. Und das ist einfach das ist genau das. Ja. Man, soll, man ist seine eigene Schublade. Mhm. Und das ist mein Weg, den ich gehe. Ich lasse mich nicht in Schubladen drängen. Mhm. Obwohl es das System immer wieder irgendwo hinweist. Mhm. Ja, es ist schwierig. Finde ich cool. Du weißt, oder du bist dir sicher bewusst, dass du ein Vorbild für viele bist. Das merke ich schon und das hat sich in den letzten Jahren wirklich nach oben getrieben. Mhm. Ja, und das ist eine enorme Verantwortung auch für mich. Ja, es ist, ich mache auch Fehler. Ja. Ja, ich mache auch Sachen, die mich nerven. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, ich schimpfe auch beim Autofahren. Ja, und dann steht mein Name mit Chinesen. Das ist halt auch ein bisschen bitter. Ja. Darfst du nicht mehr schimpfen, sagt meine Mutter. Ja. Aber es ist natürlich, ich möchte ein bisschen zeigen, aus dem Schubladendenken rausgehen. Mhm. Und ich glaube, da kann jeder sein eigenes Individuum sein. Und das möchte ich den Leuten weitergeben. Ja. Das ist mir wichtig. Finde ich gut. Musik, was kommt als nächstes? Ja, im Herbst wird was ganz Neues kommen. Also das wird absolute Premiere sein. Ich habe meinen ganzen Look und Stil ein bisschen geändert. Okay. Jetzt bin ich 30, habe ich Kind und muss ein bisschen Veränderung schaffen. Ja. Jetzt hat der Startschuss mit Holy begonnen, im Mai schon. Und jetzt arbeite ich gerade am zweiten Album, hat auch sehr lange auf sich warten lassen. Ja, ich habe eigentlich versprochen, dass es im Herbst kommt, aber aufgrund eben Baby und Corona hat sich alles ein bisschen weiter verschoben und ich habe natürlich das Verständnis meiner Fans. Aber ich arbeite derzeit sehr viel am Studio, widme mich jetzt auch wieder voll und ganz der Musik nach der Babypause und im Frühjahr hoffentlich kann ich dann auch wieder eine Tour spielen. Sehr cool, auf der freuen wir uns schon drauf. Ja. Aber die Musik, das Baby jetzt, da verändert auch dich in der Musik wahrscheinlich, gell? Ja. Er war zumindest immer wieder im Bauch mit dabei. Ah, oh, schön. Ja. Und es ist schon was anderes, wenn die Familie dahinter steht. Ja. Und er gibt mir definitiv Inspirationen. Ja, und es kommen sicher noch irrsinnig viele süße Songs. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schreiben, obwohl ich schon meine Setlist, also meine Albumtracks festgelegt habe. Aber er ist wirklich ein kleiner Glücksbringer. Ja, also er gibt mir irrsinnig viele Ideen und ja. Kann ich gerne beschreiben. Cool. Na gut, wir freuen uns auf jeden Fall und ich hoffe, du kommst dann, wenn das neue Album sehr rauskommt. Gerne, wenn ich eingeladen werde. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.